Salvede des Kivoli des Kivolequo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMG. Ich habe gerade eben getwittert, was ich denn für ein Thema nehmen soll und das erste Thema ist Fanfictions von der lieben Jamie Lee. Ich mache jetzt einmal mal das Thema Fanfictions, beziehungsweise ich rede mal generell über die Community, beziehungsweise, also ich glaube über die Community habe ich ja schon mal geredet, sondern eher um das Thema, ich finde, es ist eine unausgeglichene Gerechtigkeit, weil man bekommt so viel Liebe von Zuschauern als YouTuber geschenkt, zum Beispiel mit Fanfictions, die ich auch sehr gerne lese, wenn es nicht gerade so in Richtung merkwürdige Stories geht, weil es gibt Fanfictions, die sind schon mega creepy. Ich habe letztens wieder eine gelesen, wo ich in einer schwulen Beziehung mit Moritz war und das ist halt schon dann ein bisschen komisch zu lesen. So. Aber generell finde ich es ziemlich gut und ich finde es auch gut, dass man, weil damit wird man ja auch besser im Schreiben, was ja auch irgendwie gut für die Schule ist, beziehungsweise generell gut für das Leben. Also ich habe früher sehr selten Geschichten geschrieben. Ich war ja eher so der Zeichner. Also ich kann das total nachvollziehen mit diesen Fanfictions, weil ich zeichne ja Mangas seit ich, also in der 7. Klasse habe ich mich entschlossen, ich werde jetzt Manga zeichnen und dann habe ich jeden Tag trainiert und ich glaube zu dem Thema Zeichnen und die Kunst könnte ich ein eigenes Video machen. Ich will das nur ganz kurz ankratzen und zwar, ganz kurz ankratzen, im Ohr gekratzt, nee. Und zwar war es so, ich habe eine sehr große Fantasie und ich habe auch eine sehr große Fantasie und ich habe mir gedacht, ich will das irgendwie für meine Außenwelt darstellen und das ist jetzt auch lustigerweise der Grund, warum ich Videos mache, aber in der 7. Klasse, da gab es glaube ich noch gar kein YouTube, verdammt bin ich alt. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich fange an zu zeichnen, Comics, Mangas und versuch so deine Gedanken irgendwie visuell für die Außenwelt zu präsentieren und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht und ich habe am Anfang brutal viel gezeichnet. Ich habe manchmal so lange gezeichnet, dass meine Finger geblutet haben, weil ich so viel gezeichnet habe. Ich hatte ganz viele Hühneraugen an den Fingern und ich habe wirklich Nächte durchgezeichnet. Ich habe eine Nacht, ich saß da und habe 300 Mal denselben Kopf in verschiedenen Perspektiven gezeichnet zum Beispiel. Das waren so Dinge, da wurde ich doch sehr leidenschaftlich und habe da sehr, sehr viel investiert und es hat mich aber auch irgendwie dann in die Kunstrichtung gebracht, weil vorher hatte ich echt nur 4 oder 5 in der Schule in Kunst. Ich war richtig schlecht und ein Jahr später hatte ich nur noch 1 und dann habe ich auch Kunstleistung genommen. Jetzt studiere ich Kunst und es ist wirklich das, was ich machen will, dass ich einfach seit Anbeginn immer noch dieselbe Euphorie für die Sache selbst habe. Und auf jeden Fall verstehe ich dann das mit dem Schreiben, weil eine Freundin von mir, die hat zwar nicht gezeichnet, aber die hat auch immer gern geschrieben. Und das war im Endeffekt ist das genau dasselbe, dass du das, was du denkst, visuell niederschreibst. Natürlich, ich würde eher sagen, dass Fanfictions eher auditiv sind, weil wenn du sie liest, du siehst zwar die Schrift, aber du hörst es ja selbst. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr lest, dann hört ihr euch das irgendwie vorsprechen. Aber man kann nicht sagen, was für eine Stimme im Kopf ist übrigens. Das ist sehr ziemlich creepy, aber egal. Es ist also eher was Auditives, wenn man etwas schreibt, weil man das ja vorher hört, beziehungsweise dann beim Lesen hört. Also es ist halt ein anderer Sinneskanal, aber es ist generell ungefähr dasselbe. Das ist sehr gut ausgedrückt. Woo! Naja, auf jeden Fall finde ich deswegen das Ganze eine sehr coole Sache. Aber genauso diese ganze Liebe, die Community einem gibt, das ist so unfair, finde ich. Weil was mache ich denn dafür, dass ihr mir dann Collagen macht und Fanpages auf Instagram und Fanfictions? Ich meine, bei großen YouTubern ist es wahrscheinlich noch übertriebener. Das ist ja, da gibt es ja tausende, hunderttausende wahrscheinlich von Fanpages, das ist ja so übertrieben. Bei mir ist es noch relativ handelbar, aber trotzdem finde ich es irgendwie unfair, weil ich sitze auch nur vor der Kamera und rede mit der Kamera. Durch die Kamera natürlich stelle ich mir immer vor, dass ich mit euch rede irgendwie. Ich merke gerade, mein Hals kratzt, ob ich irgendwas zu trinken habe im Moment. Nee. Gut, ich habe nichts zu trinken. Schade, muss ich hier weiterreden, egal. Also wie gesagt, ich stelle mir vor, dass ich mit euch rede, aber ich tue es ja irgendwie doch nicht. Natürlich, im Endeffekt sehe ich dann in den Kommentaren, ich sehe auf Twitter, auf Instagram, sehe ich eure Gesichter und sehe auch euch. Und deswegen kann ich mir schon was vorstellen. Aber jetzt, wenn ich hier sitze und mit der Kamera rede, in dem Moment ist es irgendwie so, dass ich ja nur mit der Kamera spreche. Und ich will natürlich euch damit erreichen. Aber es ist dann so, dass das, was ihr dann mir bringt, und zwar von direkt an mich, und ihr seht ja dann sofort mich und meine Reaktion und alles, das ist dann irgendwie, ich finde das einfach unfair irgendwie. Ich würde so gern euch genau das zurückgeben, was ihr mir gibt, weil ich finde das irgendwie ungerecht, die ganze Sache. Dass ihr diese ganzen Fanpages, Collagen, Fanfictions und sowas macht und manchmal ist es halt auch so, weil das dann in der Masse ein bisschen untergeht, dass ich das gar nicht dann sehe. Und vergesst zu kommentieren oder
halt was dazu zu sagen und dann denkt ihr, ah, der hat es noch nicht mal gesehen und das ist natürlich dann mega traurig und vielleicht kommt es auch manchmal vor, dass ich es nicht sehe und das ist natürlich dann noch trauriger, weil das will ich auf keinen Fall. Ich will jedem einfach Anerkennung geben für seine Arbeit, weil ich ja selbst weiß, wie es ist als Zeichner. Mag man es als Künstler, will man einfach auch Response von dem Publikum bekommen. Und deswegen will ich einfach, dass, wenn ich sehe, dass ihr sehr viel in etwas investiert habt, will ich euch auch ein Feedback dafür geben. Also wenn ihr da was getan habt, dann macht einfach so lange Lärm, bis ich das bemerke und dann, weil ihr nervt mich damit nicht. Ich will auf jeden Fall zu jedem dann auch immer was sagen. Und bei Fanfics auch, wenn ihr fragen wollt, Tobi, wie findest du das dann? Fragt so lange, bis ich antworte. Oder wenn ihr wollt, dass ich einen Kommentar beantworte, dann kommentiert so lange, bis ich antworte. Und ihr nervt mich damit nicht. Ich werde das dann irgendwann sehen und das wird mir dann wahrscheinlich auch wehtun, wenn ich sehe, dass ich das so oft nicht kommentiert habe. Das, ja, genau. Puh, so viel dazu, zu diesem Thema Fanfictions. So, jetzt blinkt ja gerade die Akkuanzeige, was ziemlich blöd ist, weil mein Ersatz-Akku lädt schon auf. Und ich hoffe, dass das jetzt noch ganz kurz hält. Nee, es ist vorbei. Ihr hört jetzt jede Sekunde auf, deswegen beende ich jetzt einfach das Video. So viel zum Thema Fanfictions. Schreibt noch in die Kommentare andere Themen, über die ich reden kann. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ich hab euch lieb. Trust me, I'm a Trader. Euer Race Team.